ihr wieder dabei seid. Heute ist Chapatis Flohmarktkiste mal wieder dran. Ihr seht schon, ich habe hier schon ein paar Sachen aufgehängt. Hier vorne liegen auch noch welche. Ich werde euch das gleich alles einmal vorführen. Dazu werde ich den Preis und die Größe sagen. Und die Teile haben alle eine Nummer. Das heißt 1 bis sowieso. Ich habe es jetzt gerade gar nicht durchgezählt. Und unten steht dann auch immer noch mal der Preis gleich eingeblendet und was es ist. So dass ihr mir, wenn ihr euch für etwas entscheidet oder mehrere Teile, mir die Zahlen schreiben braucht. Nur ich hätte gerne 1 und 5. Dann weiß ich Bescheid und muss jetzt nicht suchen, oh, meinen jetzt das Grüne oder das Hellgrüne oder ne? So wisst ihr, wie wir das immer so machen. Genau. Und jetzt würde ich sagen, legen wir los und stürzen uns in die Flohmarktkiste. So, wir beginnen mit dem ersten Teil. Ich habe hier alles schon mal so ein bisschen hingehängt. Das erste Teil ist dieses blaue Oberteil. Ist Größe 46. Ich habe das so ein bisschen umgearbeitet. Ich habe nämlich den Kragen ausgeschnitten, weil der sehr eng war. Und habe die Riemchen hier oben, die Träger mit so einem Lederband so ein bisschen umwickelt. Und habe dort, da sind so Kugeln und ein bisschen Feder noch dran auf beiden Seiten. Hier fehlt die Feder schon. Also Teil Nummer 1 ist dann dieses blaue Ding, was halt so ein bisschen auch ganz locker am Körper fällt. Dafür hätte ich gerne noch 4 Euro. Dann geht es weiter mit den Tüchern. Da hätten wir Nummer 2. Das ist wieder so ein indisches Tuch mit solchen Zeichnungen drauf und im Om und so in dunkelrot. Nummer 4, das ist ja, Blümchen, Blätter, auch so dunkelrot mit beige. Und dieses hier in solchen Farbtönen, also Rottöne und hier ein Orangeton dazwischen. Da ist auch ein schöner langer Schal. Ich zeige es euch gerade mal eben so. Genau. Für die Tücher hätte ich jeweils gerne 3 Euro. Das wäre dann Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3 und Nummer 4. Dann geht es weiter mit wirklich einer ganz tollen Tunika. Ich hänge mal eben kurz diese Tücher hier weg, damit ihr sie auch sehen könnt. Also diese Tunika ist wirklich so wunderschön und sie ist aus reiner Seide. Also wirklich reiner Seide und hat ganz tolle Trompetenärmel, wie ihr hier sehen könnt. Und verschiedenfarbig, dieser hier ist türkis unten und der da ist dunkelblau. Dann haben wir hier so ein ganz feines Blümchenmuster. Hier oben geht es dann über in so einen Paillettenkragen und oben ist es dann so ein bisschen rosa. Von hinten, ich drehe es mal gerade um, hat es diesen Ton. Moment. So, das ist das von hinten. Ist es einfarbig in so einem schönen Grün. Das Grün ist kräftiger, als ihr es gerade auf dem Video seht. Das ist wirklich richtig schön grün. In so einem, ja, so ein bisschen wie, ach, weiß ich jetzt auch gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Also vielleicht, wenn ich näher rangehe, sieht man es. Nee, das ist auf jeden Fall dunkler in Wirklichkeit. Entschuldigt bitte, ich musste niesen. So, ich hänge es jetzt nochmal um. Dazu gehört dieses kleine schöne Beutelchen. Das würde ich euch dann mit dabei legen. Diese Tunika ist One Size. Das heißt, ich würde sagen, so Größe 38 bis 40. Ja, und dafür hätte ich gerne wirklich noch 15 Euro, weil die ist reine Seide und die ist einfach wunderschön, diese Tunika. Dann geht es weiter mit diesem entzückenden Teil. Das ist ein gehäkeltes Teil. Das habe ich aber nicht selber gehäkelt, sondern das gab es mal bei Amazon. Da habe ich es mir bestellt für einen Urlaub. Ich habe es aber tatsächlich irgendwie gar nicht angezogen im Urlaub, weil ich es gar nicht dabei hatte. es ist so schön bunt, wie ihr es hier seht. Hat einen schönen weiten U-Boot-Ausschnitt. Ist auch One Size. Hat so ein bisschen auch so ein bisschen weitere Ärmelchen. Und dafür hätte ich gerne noch einen Zehner. So, hier geht es jetzt weiter mit den nächsten Teilen. Ich habe jetzt gerade vergessen, welche Zahlen das sind. Es steht hier aber gleich drunter für euch, so dass ihr auch wisst, was ihr sagen müsst, wenn ihr was haben möchtet. Also dieses Teil hier ist von H&M. Ihr seht, es hat so einen ganz schönen weiten Ausschnitt. Es hat Trägerchen. Es hat hier eine Naht und hier noch zwei Nähte und ist ein bisschen schräg geschnitten nach unten. Und es ist Größe XS, divided von H&M.
Als nächstes haben wir dann hier ein oranges Top. Das ist auf jeden Fall bauchfrei und es ist wie so ein Leinenstoff. Mit ein paar Knöpfen hier dran und also es ist ein ganz süßes Top, so wirklich für den Sommer. Oder wenn man irgendwie ein Langarm-Shirt runterträgt oder sowas. Mir hat die Farbe jetzt doch nicht so zugesagt. Es ist orange. Hier denke ich gerade an Nina Tengler, aber ich glaube, Nina, dir wird es etwas zu klein sein. Es ist nämlich Größe. Was hatte ich denn da? Das ist übrigens von Pimki. Ich habe die Größe rausgeschnitten. Das war aber, glaube ich, 36, 38. Genau. Ja, als nächstes hätte ich dann dieses tolle Teil. Das war mal weiß. Und ich habe es gebartigt. Auf der Rückseite ist auch noch so ein Batikteil. Und man kann das Kleidchen hier hinten, also hier zubinden nach hinten und also ein bisschen enger machen. Und hier vorne ist es geschlitzt und hat zwei Zipfel jeweils. Also das ist wirklich ein ganz süßes Kleidchen. Und da hätte ich gerne noch 5 € für. Ich habe, glaube ich, hier gerade vergessen zu sagen, was es kosten soll. Dafür hätte ich auch gerne 5 € und hierfür hätte ich gerne 3 €. So, dieses schöne Kleid hier, das habe ich jetzt aus unserem Spanienurlaub mitgebracht. Das hat einen ganz schönen Grünton, so Oliv und so mit Sternen und Kästchen und was weiß ich. Das kann man hier in der Mitte zusammenbinden. Entschuldigt übrigens mein Geschniefe, ich bin etwas erkältet. Und es ist hier unten, läuft es spitz zu. Und es ist natürlich hier oben, es ist ein Neckholder-Teil, das könnt ihr binden, wie ihr möchtet. Und es ist rückenfrei. Also, das sitzt sehr schön. Es ist auch ein wirklich ganz toller Stoff, wenn man den so anfasst. Ist ein schönes Teil, nur ich kann rückenfrei nicht tragen. Das hatte ich leider beim Kauf vergessen, weil ich immer sofort ziemlich schnell also so Zug im Nacken und auf dem Rücken habe und mich dann nicht mehr bewegen kann. Also muss es einen neuen Besitzer finden. Und für dieses Kleidchen hätte ich gerne noch 10 €, weil es leider relativ teuer war. Naja, so, dann hätte ich noch dieses tolle Kleidchen hier. Jetzt habe ich es rangezoomt, wollte ich gar nicht. Das ist so eins, auch Trägerchen. Hier oben hat es zwei Knöpfe, so Deko-Knöpfchen, ne? So ein paar Nähte, damit es hier oben an der Brust gut sitzt. Und es gibt rechts und links jeweils ein Täschchen und ist oberhalb des Knies von der Länge her. Da hätte ich auch gerne 5 € für. Hier haben wir noch wunderbare Hippie-Stulpen, wie ihr seht. Die eine ist leider hier ein bisschen ausgeblichen. Sind gestrickt, seht ihr gerade, ich komme immer an diesen Zoomer und haben halt auch schon diese Schuhform, das ist ganz niedlich. Ja, sind schön muckelig warm, ist jetzt vielleicht auch was für die Jahreszeit. Ihr seht nochmal hier die Wolle, also sie sind relativ dick und dafür hätte ich gerne auch noch 5 €. Ja, es ist wirklich ein Ding mit mir. Ich bin dann so konzentriert darauf, was ich so mit der Kamera mache, dass ich dann tatsächlich vergesse zu sagen, Nummer 6, Nummer 7, Nummer 8 und was ich dafür auch noch haben will. Aber ihr hattet ja zum Glück unten drunter den Banner stehen mit dem Preis und so weiter. Und von daher denke ich, wird das jetzt kein Problem für euch sein. Die Versandkosten kommen immer noch dazu, je nachdem, wie viel ihr nehmt. Schreibt mich einfach bitte auf Facebook an, welches Teil ihr haben möchtet, hier auf YouTube. Mache ich das nicht mit den Kommentaren, dass ich da den Flohmarkt irgendwie mache, weil da bin ich dann irgendwie auf verschiedenen Seiten und das ist dann doof. Es reicht, wenn ich auf Facebook mit euch darüber schreibe und genau, so machen wir das dann. Ich sammle erstmal all eure Bestellungen und werde dann alles gemeinsam verschicken, dass ich nur einmal zur Post muss, damit ich da nicht so viel Gefahr habe. Wir haben ja nur eine Erde. Genau. Ja, ihr Lieben, ich gucke mal, ob ich noch eine Flohmarktkiste für euch schalte oder ob das nächste Video erstmal wieder ein anderes wird. Ich muss noch mal so ein bisschen durchgucken, was ich noch so habe oder haben könnte. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ich hoffe, euch haben ein paar Sachen gefallen und ich freue mich, dass ihr so schön meine Videos schaut. Ich würde sagen, euch ein schönes Wochenende. Alles Liebe, eure Schapati. Ade.